Angesichts von 700 Blechschäden, die innerhalb der letzten 3 Tage gehen. Da gehen wir rein! Los, Bewegung! Areal ist scharf. Den, wie heißt der Kerl noch gleich? Christoph? Okay, Leute. Hier die Lage. Eine gut bewaffnete Gruppe von Terroristen hält 7 Geiseln im Atrium gefangen. Auf dem Dach werdet ihr von ihnen bereits erwartet. Der Bereich um das Gebäude herum wurde vermint. Wir benutzen daher ein Hotel in der Nähe als Deckung für den Hubschrauber. Price, Loiselle, ihr haltet die Stellung. Vera, du deckst Chavez. Domingo, du kümmerst dich um den spaßigen Teil. Wir haben Gesellschaft. Ich kümmere mich um ihn. Feuerschutz! Tango erledigt. Spreng den Laden! Sicher, ihn in Position gehen. Gentlemen, Sie gehören euch. Auf mein Zeichen. Los! Ich hab sie. Weg hier. Rakete! Schafft den Hubschrauber hier weg! Rakete abgefeuert! Pilot, los! Okay, Domingo. Bevor ich dein Team wieder in den aktiven Dienst versetzen kann, müsst ihr eine Testmission absolvieren. Die Prüfung findet im Lagerhaus unseres Ausbildungszentrums statt. Wir haben diesmal ein paar neue Elemente für euch integriert. Du wirst eng mit deinem Team zusammenarbeiten müssen, wenn du die beiden Geiseln in diesem Szenario retten willst. Rechne mit mittelstarkem Widerstand. Jetzt zeigt mir, was ihr drauf habt. Okay, Domingo. Wollen wir doch mal sehen, ob du dein Team immer noch im Griff hast. Am unteren Bildschirmrand werden dir die Teamdaten angezeigt. Die einzelnen Namen deiner Teammitglieder findest du unter den entsprechenden Schadensanzeigen. Über den Schadensanzeigen wird dir die aktuelle Aktion oder der aktuelle Status deiner Leute angezeigt. Wie du siehst, geben sie dir gerade Deckung. Das bedeutet, dass sie sich von dir gelöst haben und jetzt bereit sind, jeden Tango, der in ihr Blickfeld gerät, anzugreifen. Mittels der Taste Team halten, neu formieren, kannst du dein Team zu deiner Position beordern. Gib deinem Team jetzt den Befehl... Auf dem Weg. Information. Gut gemacht. Geben wir deinem Team nun einen weiteren Befehl. Erinnerst du dich noch an das Aktionssymbol über den Teamdaten? Stellen, an denen du Aktionen ausführen kannst, erscheinen in eckigen Klammern, wenn du sie ansiehst. Wenn ein Aktionssymbol zusammen mit den eckigen Klammern erscheint, kannst du deinem Team einen Befehl geben. Wir beginnen mit dem einfachsten Befehl, den du deinem Team geben kannst. Gehe zu. Um einen Gehe-zu-Befehl zu erteilen, musst du dir den Bereich ansehen, zu dem sich dein Team bewegen soll und die Aktionstaste drücken. Schicke dein Team jetzt in den nächsten Raum, in dem du den Gehe-zu-Befehl einsetzt. Negativ. Roger, schon unterwegs. Hervorragend. Gehe-zu-Befehle funktionieren häufig auch dann, wenn du dir Mauern und andere Objekte ansiehst. Bewege dich in den nächsten Übungsbereich. Roger, schon unterwegs. Okay. Lass uns jetzt einen Türbefehl erteilen. Da du nicht mit jedem Bereich und jedem Gegenstand deiner Umgebung auf die gleiche Art und Weise interagierst, werden dir, je nachdem, was du ansiehst, unterschiedliche Aktionssymbole angezeigt. Wenn du zum Beispiel eine Tür ansiehst, wird ein Türaktionssymbol erscheinen. Gib deinem Team nun den Befehl, den nächsten Raum zu öffnen und zu räumen, indem du die Tür ansiehst und die Aktionstaste drückst. Roger, öffnen und sichern. Kontakt! Bedrohung eliminiert. Go. Wie dir sicherlich aufgefallen ist, befindet sich in diesem Raum eine Bombe. Erteile deinem Team den Befehl, die Bombe zu entschärfen, indem du die Bombe ansiehst und die Aktionstaste drückst. Roger, Sprengsatz. Gute Arbeit. Versuchen wir jetzt einmal, deinem Team detaillierte Befehle zu geben. Anstatt die Aktionstaste nur kurz zu drücken und deinem Team so einen Befehl zu geben, musst du die Aktionstaste jetzt drücken und gedrückt halten. Auf diese Weise gelangst du in das Menü für Kurzbefehle. Dort werden dir dann alle Befehle angezeigt, die dir an diesem Ort zur Verfügung stehen. Gib deinem Team mit dem Menü einen Öffnen, Blendgranate und Sichern Befehl. Roger. Öffnen, Blendgranate und sichern. Kontakt! Gegner ausgeschaltet. Geräumt. Sehr gut. Wenn du eine Blendgranate einsetzt, bevor du in einen Raum vorstößt, werden die Terroristen darin kurzzeitig geblendet. Dadurch lassen sie sich dann einfacher ausschalten. Da Blendgranaten keinen Schaden verursachen, kannst du sie unbesorgt in der Nähe von Geiseln einsetzen. Erteile deinem Team den Befehl, die Geisel zu sichern. Dazu musst du die Geisel ansehen und die Aktionstaste drücken. Roger, Geisel schützen. Okay, gut. Du kannst deinem Team nun Befehle erteilen, bei denen der Zulu-Go-Code eingesetzt wird. Bei Befehlen, die in Verbindung mit dem Zulu-Go-Code erteilt wurden, wartet dein Team mit der gewünschten Aktion so lange, bis du den Zulu-Go-Code erteilst. Wenn du einen Befehl mit dem Zulu-Go-Code verknüpft hast, kannst du dich so lange nicht in ein anderes Areal bewegen, bis du den Zulu-Go-Code erteilst. Erst damit erlaubst du es deinem Team, seine Befehle auszuführen. Auf diese Weise ist es dir zum Beispiel möglich, einen Raum zur gleichen Zeit von zwei Seiten zu stürmen. Erteile deinem Team einen Befehl mit Zulu. Roger, öffnen Blendgranate und sichern auf Zulu. Perfekt. Dein Team ist jetzt in Position. Es wartet darauf, dass du ihnen den Zulu-Go-Code gibst. Gehe zur anderen Tür, erteile den Zulu-Go-Code und stürme den Raum gleichzeitig mit deinem Team. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Kontakt. Geräumt. Sehr gut. Üben wir den Einsatz des Zulu-Go-Codes ein weiteres Mal. Diesmal allerdings in Verbindung mit einem Aufsprengenbefehl. Nicht möglich. Roger, aufbrechen und sichern auf Zulu. Setze Sprengsatz. Sprengsatz scharf. Bewege dich zur anderen Tür. Erteile den Zulu-Go-Code, weiße Taste, und stürme den Raum gemeinsam mit deinem Team. Zünden. Kontakt. Tango neutralisiert. Geräumt. Großartig. Das Aufsprengen einer Tür bewirkt, dass Personen in den davon betroffenen Räumen kurzfristig geblendet werden. Sollte dabei von einzelnen Personen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, kann die Sprengung auch zu Verletzungen führen. Du musst immer darauf achten, dass sich keine Geiseln in der Nähe der Türen befinden, bevor du den Befehl zum Aufsprengen gibst. Erteile deinem Team den Befehl, die Geisel zu sichern. Dazu musst du die Geisel ansehen und die Aktionstaste drücken. Warte auf Befehle! Roger, Geisel schützen. Das hast du wirklich gut gemacht, Domingo. Du und dein Team, ihr seid wieder im Geschäft. Gut gemacht. Schön, dass dein Team wieder voll einsatzbereit ist. Das kommt uns wie gerufen. In den nächsten Monaten werden wir euch mit Sicherheit brauchen. Weltweit beginnen Terroristen damit, sich auf venezolanische Ziele zu konzentrieren. Offiziell hat uns noch niemand angefordert, aber es wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der erste Anruf kommt. Es gibt da nämlich wegen eines Streits zwischen den USA und der OPEC einige Spannungen. Ich gehe davon aus, dass dein Team schon bald wieder Arbeit bekommen wird. Der Angriff in Boston gehört zu einer Reihe von Terroranschlägen, die sich gezielt gegen Venezuela richteten. Dr. Prince, was können Sie uns zum neuesten Vorfall sagen? Ich glaube, er lässt sich als Widerstand gegenüber der aktuellen Außenpolitik Venezuelas werten. Steht er mit der Tatsache in Verbindung, dass die OPEC ein Ölembargo gegen die USA plant? Wie Sie sicher wissen, beliefert Venezuela als einziges OPEC-Mitglied noch die USA. Die Lage ist äußerst angespannt. Der Premierminister ist soeben beim G8-Gipfel in Gstaad eingetroffen. Zu den Gipfelteilnehmern gehört auch der Präsident Venezuelas, der über die Ölkrise und die Terrorwelle gegen sein Land sprechen wird. Hier die Lage. 2 Geiseln und eine unbekannte Anzahl von Terroristen befinden sich in der Anlage. Sie fordern $20 Millionen und ein Ende der Öllieferungen an die USA. Die Geiseln sind Mitglieder einer Delegation aus Venezuela. Präsident Ruiz ist nicht unter ihnen. Und die anderen Delegierten? Die anderen wurden freigelassen, als die schweizerischen Sicherheitskräfte kamen. Bei den Venezolanern bleiben die Geiselnehmer hart. Daher rief man uns. Die Lage ist zu heikel für die Leute hier vor Ort. Kommen wir direkt zur Sache. Aus der Schweiz wurde uns eine Geiselnahme gemeldet. Es scheint, dass eine unbekannte Terrorgruppe heute früh das G8-Treffen angegriffen hat. Die Sache ist so stark eskaliert, dass die Schweizer Regierung offiziell um unsere Hilfe gebeten hat. Die Terroristen haben Mitglieder der venezolanischen Delegation in einem Dorf in der Nähe des Konferenzgeländes als Geiseln genommen. Sie verlangen einen sofortigen Stopp der venezolanischen Ölexporte in die USA. Du kannst dir sicher vorstellen, dass die Regierung der USA und die Venezuelas darüber recht ungehalten sind. Stören dürfte sie dabei insbesondere der Umstand, dass die Terroristen alle Delegierten freigelassen haben, bis auf die Leute aus Venezuela. Berichten der örtlichen Polizei zufolge sind die Terroristen weder gut organisiert noch gut bewaffnet. Sie sind euch aber zahlenmäßig weit überlegen. Wenn ihr da reingeht, liegt das Verhältnis bei ca. 3 bösen Jungs für einen guten. Ich bin mir aber sicher, dass eure gute Ausbildung diesen Nachteil wettmachen wird. Schaltet die Gegner so schnell wie möglich aus. Nur so steigt... Domingo, du musst in das Dorf vorrücken und die Terroristen neutralisieren. Gegner ausgeschaltet. Kontakt! Bedrohung neutralisiert. Kontakt! Tango eliminiert. Roger, öffnen und sichern. die Aufklärung meldet, dass sich die erste Geisel irgendwo in der Kirche befindet. Geh schön behutsam vor. Roger, öffnen und sichern. Neutralisiert. Roger, schon unterwegs. Warte auf Befehle. Schon unterwegs. Information. Vorsicht auf der Straße. Ihr könntet dort ins Kreuzfeuer geraten. Roger, schon unterwegs. Roger, halte Position. Information. Kontakt. Bedrohung eliminiert. Gegner ausgeschaltet. Kontakt! Tango neutralisiert. Runter! Scharfschütze im Turm! Roger, schon unterwegs. In Position. Bin bereits in Position. Ranger, öffnen Blendgranate und sichern. Roger. Öffnen und sichern. Roger. Öffnen und sichern. Kontakt! Kontakt! Feindbeschuss! Bedrohung neutralisiert. Geräumt. Roger, schon unterwegs. Oder? Ich bin bei dir. Roger, warte. Schon unterwegs. Information. Roger, öffnen und sichern. Geräumt. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Kontakt! Wir haben Verluste. Luis ist getroffen. Auf dem Weg. Ich komme nicht vorbei. Ranger, schon unterwegs. Unter Beschuss. Gegner ausgeschaltet. Negativ. Nicht möglich. Ich bin bei dir. Kontakt! Negativ. Negativ. Schon unterwegs. Information. Ausgezeichnete Arbeit, Domingo. Abrücken. Sowohl die Venezolaner als auch die Amerikaner sind sehr zufrieden mit eurer Arbeit. Sie hatten jede Menge Fragen zu den Hintergründen der Geiselnahme. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Spannungen zwischen der Allianz aus USA und Venezuela und den erdölfördernden Staaten seit dem Inkrafttreten des OPEC-Embargos stark zugenommen haben. Die Aufklärung glaubt, dass hinter der Sache jemand steckt, der Verbindungen zu einem der OPEC-Länder hat. Bis jetzt konnten unsere Jungs dafür aber keine handfesten Beweise finden. Gute Arbeit, Leute. Leider war es das noch nicht ganz. Einige der Terroristen sind abgehauen, bevor wir hier eingetroffen sind. Zum Glück wissen wir genau, wo sie stecken. Sie hatten in einem Tunnel einen Unfall und haben sich hinter einem umgestürzten Tanklaster verschanzt. Dann haben sie Autos angehalten und Geiseln genommen. Diesmal zählt Geschwindigkeit. Schnappt sie euch. Ihr könnt eure Sachen direkt anlassen. Ich muss euch nämlich leider sofort wieder in den Einsatz schicken. Es scheint, dass einige der Terroristen aus dem Dorf fliehen konnten, bevor die Schweizer Behörden das Gelände abgeriegelt haben. Glücklicherweise sind sie bei ihrer Flucht nicht weit gekommen. Sie haben sich 70 Klicks nordöstlich des Dorfes in einem Tunnel verbarrikadiert, einige Wagen dorthin gebracht und einen umgestürzten Tanklaster mit Sprengladungen versehen. Des Weiteren haben die Terroristen noch ein paar Geiseln genommen. Sie drohen mit deren Erschießung, fordern ein Lösegeld und wollen in ein Land ihrer Wahl ausgeflogen werden. Domingo, eure Missionsziele sind leicht zu formulieren. Die Schweizer Polizei sichert die Gegend um den Tunnel herum. Du wirst mit deinem Team da reingehen, die Geiseln rausholen und dafür sorgen, dass der Tanklastwagen nicht explodiert. Viel Glück. Europäer. Ich bin weg. Erfolgreiche Jagd. Okay. Als erstes müssen die Bombe am Tanklastwagen finden und entschärfen. Kontakt! Tango eliminiert. Roger, wir haben den Tankwagen gefunden. Tango hinten. Granate! Kontakt! Feindbeschuss! Roger, Sprengsatz. Bedrohung eliminiert. Die Aufklärung meldet die erste Geisel irgendwo im Innern des Wartungstunnels. Hol sie da raus. Ich bin bei dir. Roger. Öffnen, Blendgranate und sichern. Geräumt. Roger. Öffnen, Blendgranate und sichern. Geräumt. Ich komme nicht vorbei. Roger. Öffnen, Blendgranate und sichern. Tango hinten. Tango neutralisiert. Geräumt. Negativ. Roger, öffnen, Blendgranate und sichern. Gegner ausgeschaltet. Geräumt. Kontakt. Bedrohung neutralisiert. Roger. Öffnen und sichern. Kontakt. Gegner ausgeschaltet. Geräumt. Schon unterwegs. Information. Roger, öffnen, Blendgranate und sichern. Kontakt. Tango neutralisiert. Geräumt. Tango hinten. Kontakt. Roger, öffnen, Blendgranate und sichern. Geräumt. Ich komme nicht vorbei. Roger, warte. Information. Roger, schon unterwegs. Ich komme nicht vorbei. Roger, sichere Terrorist. Roger, warte. Auf dem Weg. Ich komme nicht vorbei. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Geräumt. Information. Roger, öffnen Blendgranate und sichern auf Zulu. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Granate! Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Feindbeschuss! Kontakt! Gegner eliminiert! Geräumt! Kontakt! Bedrohung eliminiert! Roger, Geisel schützen! Tango eliminiert. Die letzte Geisel befindet sich im Fahrzeughaupttunnel auf der anderen Seite des großen Wracks. Geh über den Wartungstunnel hinein. Schon unterwegs. Ich bin bei dir. Kontakt! Kontakt! Roger, öffnen und sichern! Geräumt. Ich komme nicht vorbei. Wir haben Verluste. Gruppenführer getroffen. Kontakt. مرحبا. Kontakt! Roger, schon unterwegs. Kontakt! Bedrohung neutralisiert. Bedrohung eliminiert. Roger, schon unterwegs. Kontakt! Gegner eliminiert. Roger, öffnen und sichern. Geräumt. Auf dem Weg. Information. Roger, schon unterwegs. Roger, öffnen und sichern. Information. Roger. Öffnen Blendgranate und sichern auf Zulu. Roger. Öffnen Blendgranate und sichern. Roger. Öffnen und sichern. Kontakt! Roger. Öffnen und sichern. Kontakt! Gegner eliminiert. Tango neutralisiert. Geräumt. Kontakt! Tango hinten. Warte auf Befehle. Roger, Geisel schützen. Gott sei Dank haben Sie mich gefunden. Was soll ich tun? Fahrzeug Haupttunnel auf der anderen Seite des großen Wracks. Geh über den Wartungstunnel hinein. Schon unterwegs. Ich bin bei dir. Roger, öffnen und sichern. Geräumt. Roger, schon unterwegs. Unter Beschuss! Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Ranger, öffnen Blendgranate und sichern. Kontakt! Tango neutralisiert. Kontakt! Gerollt! Bedrohung neutralisiert. Information. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Kontakt. Granate. Wir haben Verluste. Loiselle ist getroffen. Schon unterwegs. Ich bin bei dir. Kontakt. Roger, schon unterwegs. Nicht unbedingt die perfekte Umgebung für einen Kampf. Wenigstens gibt es hier für uns genug Deko. Tango neutralisiert. Kontakt. Gegner ausgeschaltet. Kontakt. Gegner eliminiert. Roger, schon unterwegs. Nicht möglich. Roger, schon unterwegs. Kontakt. Tango eliminiert. Ich komme nicht vorbei. Chavez ihm heim. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Arbeit. Lass dich mal etwas aufwärmen. Auf dem Weg. Gute Arbeit, Domingo. Es ist dir gelungen, eine Situation zu klären, die potenziell sehr ungemütlich hätte werden können. Du und dein Team, ihr habt euch wacker geschlagen. Ach, bevor ich es vergesse. Die Schweizer Behörden sind sehr darüber erfreut, dass keine Strukturschäden am Tunnel aufgetreten sind. Wir versuchen gerade, die Terroristen zu identifizieren, haben dabei aber bislang keinen Erfolg. Was wir allerdings jetzt schon mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir es hier nicht mit Profis zu tun haben. Die Bombe, die sie dabei hatten, war selbst gebastelt und einige ihrer Waffen waren fast schon museumsreif. Ich melde mich, sobald wir mehr wissen. Der Mann, der uns heute einen Grund zum Feiern gibt. Verehrte Gäste, Juan Crespo. Danke sehr. Diese bescheidene Spende soll allen Generationen zugutekommen. Für mein geliebtes Land werde ich immer tun, was ich kann. In den vergangenen Wochen wurde Venezuela Amerikas größter Öllieferant. Aus Sorge davor, dass die Supertanker Venezuelas deshalb zur Zielscheibe von Terroristen werden könnten, werden diese ab jetzt von US-Kriegsschiffen eskortiert. Dieses kleine Stück Paradies da unten heißt Curaçao. Dort befindet sich eine der größten Ölraffinerien der Welt, die vom staatlichen Ölkonzern Venezuelas betrieben wird. Und wie ist die Lage? Es befindet sich eine unbekannte Anzahl von Gegnern in der Anlage. Die Männer haben eine Geisel genommen und Sprengladungen angebracht. Jetzt drohen sie damit, den Laden in die Luft zu jagen. Gar nicht gut. Und ziemlich gefährlich, wie du weißt. Du fliegst nach Curaçao, allerdings nicht zu deiner Erholung. Eine Ölraffinerie ist in die Hände von Terroristen geraten. Die Jungs haben sich in der Raffinerie verschanzt und drohen damit, auf dem Gelände Bomben zu zünden, wenn man ihre Forderungen nicht erfüllt. Sie fordern genau dasselbe wie diese Amateure aus der Schweiz. Das Ende der venezolanischen Öllieferungen an die USA. Die Aufklärung geht daher davon aus, dass wir es hier mit einer Splittergruppe der gleichen Terrororganisation zu tun haben. Als kleines Bonbon haben unsere ganz speziellen Freunde auch noch den Werksleiter der Raffinerie als Geisel genommen. Sie drohen damit, ihn zu erschießen, wenn wir einen Befreiungsversuch starten. Tja, genau das Richtige für dich und dein Team. Geht schnell und möglichst lautlos da rein. Wir sehen uns, wenn ihr fertig seid. Domingo, die erste Bombe befindet sich in der Nähe des Kontrollraums im Abschnitt A. Bring dein Team dorthin und entschärfe sie. Kontakt! Bedrohung neutralisiert. Kontakt! Kontakt! Tango eliminiert! Tango eliminiert! Roger, öffnen, Blendgranate und sichern. Kontakt. Geräumt. Guter Schuss. Ich bin bei dir. Schon unterwegs. Kontakt. Tango neutralisiert. Roger, schon unterwegs. Roger, öffnen Blendgranate und sichern auf Zulu. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Kontakt. Geräumt. Gegner ausgeschaltet. Warte auf Befehle. Roger, schon unterwegs. Kontakt! Feindbeschuss! Tango eliminiert. Geschafft. Da ist die erste Bombe. Warte auf Befehle. Eine ist entschärft, eine ist offen. Die Bombe ist im Maschinenraum im Abschnitt C. Er befindet sich im Erdgeschoss. Roger. Öffnen und sichern. Geräumt. Information. Roger, schon unterwegs. Schon unterwegs. Kontakt. Ich bin bei dir. Roger, schon unterwegs. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Hey. Unter Beschuss. Feindbeschuss. Kontakt. Bedrohung neutralisiert. Geräumt. Policía. Schon unterwegs. Ich bin bei dir. Nicht möglich. Kopf runter. Roger, Sprengsatz. Die Einrichtung ist gesichert. Jetzt musst du den Werksleiter retten. Die Aufklärung vermutet ihn in der Nähe eines Ladedocks im Abschnitt E. Auf dem Weg! Roger, öffnen Blendgranate und sichern. going. Tú sigues más atrás. Schwarzer Befehle. Ich bin bei dir. Roger, schon unterwegs. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Necesito ayuda. Gegner eliminiert. Kontakt. Bedrohung eliminiert. Roger, schon unterwegs. Ich bin bei dir. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Was war das? Kontakt! Tango hin! Sieht so aus, als bräuchten Sie keine Bomben, um alles platt zu machen. Schalte die Raketenwerfer aus, schnell! Tango hinten! Bedrohung eliminiert. Ich komme nicht vorbei! Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Was war das? Kontakt! Tango hinten! Sieht so aus, als bräuchten Sie keine Bomben, um alles platt zu machen. Schalte die Raketenwerfer aus, schnell! Tango neutralisiert. Roger, halte Position. Unter Beschuss! Tango neutralisiert. Negativ. Nicht möglich. Fertig machen zum Abrücken. Die Aufräumarbeiten übernehmen die lokalen Behörden. Wir haben eine offizielle Bestätigung von der Aufklärung bekommen. Die Männer, mit denen ihr es zu tun hattet, sind Kollegen unserer Freunde aus der Schweiz. Der Ursprung der Waffen, die für beide Angriffe verwendet wurden, ließ sich auf einen ägyptischen Waffentransport zurückverfolgen, der angeblich vor 6 Wochen nahe der syrischen Küste verschwunden ist. Unsere Aufklärung hat diese Informationen als glaubwürdig eingestuft. Da die Seriennummern der von uns gefundenen Waffen zueinander passen, müssen wir wohl oder übel davon ausgehen, dass die Organisation, mit der wir es hier zu tun haben, größer ist, als wir dachten. Sorry wegen der Räumlichkeiten. Ist das Beste, was die Niederländer auf die Schnelle beschaffen konnten. Prägt euch unser nächstes Ziel gut ein, Männer. Der Geheimdienst hat uns eine nette Party ausgesucht. Auf der Gästeliste steht der Chef des staatlichen Ölkonzerns von Venezuela nebst Gattin. Euer Job wird es sein, sie da raus zu begleiten. Im Anzug? Ihr geht natürlich in Schwarz. Die ganze Soiree wird von gut ausgebildeten Terroristen organisiert. Sie haben alle Eingänge gesichert. Ihr müsst da schnell und zügig reingehen. Ich empfehle, diesen Eingang zu benutzen. Dieter, du musst uns den Weg bahnen. Verstanden. Meine Herren, holt jetzt eure Einladungen in der Waffenkammer ab. Es gibt noch mehr Schwierigkeiten, Domingo. Nachdem die Operation in der Raffinerie zu scheitern drohte, haben die Terroristen ihren Plan B aus dem Ärmel gezogen. Sie halten jetzt den Vorstandsvorsitzenden der staatlich-venezolanischen Ölfirma nebst Gattin gefangen. Die Terroristen verlangen im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln ein horrendes Lösegeld. Unsere Psychologen sind der Überzeugung, dass die Terroristen die Geiseln nicht töten würden, da sie ihnen viel zu wertvoll sind. Leider können wir uns auf diese Vermutungen nicht verlassen. Du und ich, wir wissen, wie schnell eine solche Situation aus dem Ruder laufen kann. Wenn wir ein ganzes Team da reinschicken, könnten die Terroristen hektisch und unüberlegt reagieren. Das können und dürfen wir nicht riskieren. Aus diesem Grund gehen nur du und Weber dort rein. Beeilt euch, schaltet die Geiselnehmer aus und holt mir die Geiseln da unversehrt raus. Der Mann, den wir retten sollen, hat einen erlesenen Geschmack. Versucht, die Schäden an seinem Eigentum auf ein Minimum zu reduzieren. Die Aufklärung meldet die Geisel irgendwo im ersten Stock. Kontakt! Mach sie fertig! Roger, öffnen, Blendgranate und sichern. Geräumt. Bedrohung eliminiert. Warte auf Befehle. Ich bin bei dir. Kontakt. Roger, schon unterwegs. Information. Kontakt. Roger, öffnen, Blendgranate und sichern. Kontakt! Gegner eliminiert. Geräumt. Auf dem Weg. Ich komme nicht vorbei. Roger, schon unterwegs. In Position. Schon unterwegs. In Formation. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Geräumt. Roger, öffnen und sichern. Kontakt! Tango neutralisiert. Geräumt! Sie müssen mich retten! Sie haben meinen Mann mit nach unten in den Hof genommen. Sie müssen ihn retten! Bestätigt. Die letzte Geisel ist auf dem Hof. Sei vorsichtig. Ich komme nicht vorbei. Roger, öffnen und sichern. Kontakt! Gegner eliminiert. Mother? Domingo, Position halten. Ich schicke einen Hubschrauber rein, um euch mit den Geiseln auszufliegen. Haltet den Bereich so lange feindfrei. Wir gehen zurück an den Zaun. Rainbow, hier Bär. Ankunft in 30. hinter den Angriffen lässt sich langsam, aber sicher ein beunruhigendes Gesamtbild erkennen. Die Aktionen sind jedes Mal gut organisiert und sie verfolgen immer ein gemeinsames Ziel. Falls die Terroristen mit ihren Attacken die Ölexporte Venezuelas an die USA unterbinden wollen, macht das die Sache erst richtig interessant. Das wäre nämlich genau das, was auch der Rest der OPEC will. Ganz nebenbei würde es auch noch zu größeren Spannungen mit den Saudis führen. Die ganze Sache gefällt mir überhaupt nicht. Der Terror wird uns nicht beugen. Wir sind stark. Ab heute werden die Ölverkäufe an die USA gestoppt. Der Profit macht unsere Bürger nicht wieder lebendig. Und in meiner nächsten Amtsperiode... Und Emilio, wie läuft die Kampagne? Bald erklärt er sich offiziell zum Kandidaten. Wenn die Wahl kommt, wird er gewinnen. Mögen die Menschen Ruiz denn nicht? Meine Landsleute wollen nicht, dass man sie für feige hält. Er wird ein guter Präsident. Ich habe einige der Wahlkampfmaterialien mitgebracht. Du kannst beim Verteilen helfen. Willkommen in Venezuela, Männer. Vor einigen Stunden ist eine Gruppe von Terroristen in die Schiffswerft von Puerto Cabello eingedrungen. Es könnte dieselbe Gruppe sein, mit der wir es seit Boston zu tun haben. Gibt es Geiseln? Nein. Aber die Terroristen haben den ganzen Laden mit Sprengstoff versehen. Sie wollen 50 Millionen und drohen mit Sprengung. Ich ziehe es vor, persönlich mit ihnen zu verhandeln. Die Werft von Puerto Cabello ist die größte von ganz Venezuela. Dort baut man gerade Tanker für die staatliche Ölgesellschaft. Wie uns allen klar sein dürfte, ist dieses Ziel für die Terrororganisation, mit der wir uns seit der Sache in der Schweiz herumschlagen, besonders attraktiv. Wird die Werft zerstört, sind die Ölexporte Venezuelas auf Jahre gefährdet. Wir stehen hier vor einem Worst-Case-Szenario. Die Terroristen haben die Werft vor 6 Stunden besetzt und überall auf dem Gelände Sprengsätze verteilt. Sie drohen damit, alles in die Luft zu jagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Unsere Aufklärung ist allerdings davon überzeugt, dass es, selbst wenn wir den Terroristen nachgeben, zu einem kleinen Unfall kommen wird. Aus diesem Grund wirst du mit deinem Team mal wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Euer Auftrag ist schnell erklärt. Sichert die Werft und entschärft alle Sprengsätze. Rechnet dabei mit heftigem Widerstand. Die Terroristen lassen sich einen solchen Hauptgewinn sicherlich nicht ohne weiteres aus den Händen reißen. Denk dran, die Venezolaner brauchen diese Werft in intaktem Zustand. Die erste Bombe ist im Lagerhaus vor dir. Sei vorsichtig, das ist ein richtiges Labyrinth. Roger, warte! Roger, schon unterwegs. Kontakt. Bin bereits in Position. Gruppenführer getroffen. Kontakt. Denk dran, die Venezolaner brauchen diese Werft in intaktem Zustand. Die erste Bombe ist im Lagerhaus vor dir. Sei vorsichtig, das ist ein richtiges Labyrinth. Roger, halte Position. Kontakt. Kontakt. Roger, schon unterwegs. Kontakt. Tango eliminiert. Warte auf Befehle. Roger, schon unterwegs. Kontakt. Tango hinten. Gegner eliminiert. Tango hinten. Gegner ausgeschaltet. Auf dem Weg. Ich bin bei dir. Kontakt! Roger, öffnen Blendgranate und sichern! Geräumt! Roger, öffnen und sichern. Kontakt! Tango neutralisiert. Geräumt! Kontakt! Bedrohung neutralisiert. Schon unterwegs. Roger. Öffnen und sichern. Geräumt. Kontakt. Nicht möglich. Roger. Schon unterwegs. Hey. Kontakt. Unter Beschuss. Gegner eliminiert. Hola. Polizia! Kontakt! Tango neutralisiert! Warte auf Befehle! Roger! Öffnen Blendgranate und sichern! Geräumt. Roger, öffnen Blendgranate und sichern. Geräumt. Die Bombe müsste irgendwo im Lager, auf dem Boden sein. Kontakt! Auf dem Weg! Information! Roger, öffnen und sichern! Geräumt! Kontakt! No puedo más. Abandono. No más. Roger, sichere Terrorist. Guter Schuss. Cuidado. Schon unterwegs. Information. Roger, schon. Die Bombe müsste irgendwo im Lager, auf dem Boden sein. Kontakt. Tango hinten. Kontakt. Tango neutralisiert. Kontakt. Warte auf Befehle. Gut gemacht. Laut der Aufklärung ist die zweite Bombe unter dir, in der Nähe eines Maschinenraums. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Wenn das der Maschinenraum ist, kann die Bombe nicht mehr weit sein. Schon unterwegs. Ich bin bei dir. Roger, schon unterwegs. Roger. Tango neutralisiert. Die letzte Bombe wurde unter dem Schiffsrumpf angebracht. Finde sie schnell. Ich komme nicht vorbei. Roger, halte Position. Auf dem Weg. Information. Feindbeschuss. Bedrohung neutralisiert. Schon unterwegs. Kontakt! Kontakt! Gegner ausgeschaltet. Kontakt! 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 Bedrohung neutralisiert. Kontakt! Feindbeschuss! Roger, schon unterwegs. Bedrohung eliminiert. Kontakt! Kontakt! Tango neutralisiert. Schon unterwegs. Kontakt! Roger, sichere Terrorist. Auf dem Weg. Wir haben Verluste. Gruppenführer getroffen. Guter Schuss. Nicht möglich. Kontakt. Kontakt. Bedrohung neutralisiert. Negativ. Kontakt. 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 Nicht möglich. Kontakt. Kontakt. Tango neutralisiert. Bedrohung eliminiert. Ich bin bei dir. Kontakt. Roger, schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Tango eliminiert. Wir haben Verluste. Weber ist getroffen. Bedrohung eliminiert. Auf dem Weg. Roger, Sprengsatz. Roger, Roger, warte! Roger, schon unterwegs! Negativ! Kontakt! Nicht möglich! Bedrohung neutralisiert! Kontakt! 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 Gegner eliminiert! Kontakt! Roger, schon unterwegs. Kontakt. Gegner eliminiert. Roger, schon unterwegs. Kontakt. Schon unterwegs. Roger, schon unterwegs. Bedrohung eliminiert. Tango hinten. Bedrohung eliminiert. Gegner ausgeschaltet. Tango eliminiert. Kontakt. Bedrohung eliminiert. Domingo, Position halten. Du warst erfolgreich. Einsatz beendet. Gute Arbeit. Information. Seit Venezuela von der Krise erfasst wurde, hat die ganze Geschichte noch mehr an Brisanz gewonnen. Die gesamte Wirtschaft Venezuelas steht auf wackeligen Beinen und die Ölexporte sind im Moment ihre einzige Stütze. Wenn diese Exporte unterbrochen werden, könnte es zu einer ernsthaften Krise kommen. Während wir von Auftrag zu Auftrag hetzen, schreit Washington wegen der Zunahme der terroristischen Aktivitäten CETA und Mordio. Die Spannungen nehmen weiter zu und uns ist es leider immer noch nicht gelungen, diese Verbrecherbande dingfest zu machen. Ich sag's dir, Domingo, bis wir zwei einen Silberstreif am Horizont sehen, wird die ganze Geschichte noch um einiges schlimmer werden.